Das Spiel kannte ich noch gar nicht. Es gibt eine wahre Flut von kleinen Puzzlespielen für den Gameboy. Aber als es sich jemand an einem meiner Streams gewünscht hatte, spielte ich kurz mal rein. Ich war sofort angefixt und hatte viel Spaß damit. Höchste Zeit also, dass ich mir das Spiel mal genauer anschaue. Was taugte Yoshi's Cookie für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Toast entwickelt und von Nintendo selbst 1993 bei uns veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher unter dem Namen Yoshi no Cookie. Außerdem erschien das Spiel auch auf dem NES und dem Super Nintendo. Das Spiel ist auch auf der virtuellen Konsole der Wii erhältlich, wobei hier jedoch auf die NES-Version zurückgegriffen wurde. Wie schon angesprochen, ist auch dieses Spiel einer dieser kleinen, launigen Puzzlespiele, die irgendwie auf den ersten Blick an Tetris erinnern und einen Nintendo-Charakter haben. An Tetris erinnert es aber nur auf den ersten Blick. Es gibt zwar klassisch ein Spielfeld und es erscheinen Blöcke, die richtig sortiert werden müssen, aber diese kommen nicht klassisch von oben nach unten, sondern zusätzlich auch von der rechten Seite. Außerdem müsst ihr nicht nur verschiedene Formen lückenlos kombinieren, sondern auch die verschiedenen Symbole richtig mixen. Wenn ihr eine horizontale oder eine waagerechte Reihe mit denselben Zeichen zusammengefügt habt, verschwindet diese. Je nach Schwierigkeitsgrad jongliert ihr somit bis zu 5 verschiedenen Symbolen plus der Yoshi-Figur, die als Joker zählt. Wie kombiniert ihr also das Ganze? Ja, weil mit den Steinen, die sich schon auf dem Spielfeld befinden und nicht wie in Tetris mit fallenden Steinen. Mit einer Art Fadenkreuz wählt ihr dann einen Stein aus und könnt diesen in eine Reihe nach links, rechts, oben oder unten verschieben. Das steuert sich angenehm flüssig und ruckzuck habt ihr einen prima Flow drauf. Ziel ist es dabei natürlich, alle Steine wegzukombinieren. Ist das Spielfeld leergefegt, kommt logischerweise der nächste Level. Bei den Spielmodi gibt es leider nicht sehr viele. Einmal den für den Einzelspieler und einen Mehrspielermodus. In diesem spielt er klassischerweise gegeneinander, während ihr in der Einzelspieler-Variante die immer schwerer werdenden Level abarbeitet. Davon gibt es zwar so einige, um euch beschäftigt zu halten, aber irgendwie fehlt auf Dauer denn doch etwas die Abwechslung. Bei Tetris gibt es ja zum Beispiel wenigstens noch einen B-Modus, um mal etwas anderes hineinzubringen. Immerhin könnt ihr die Oberlevel gezielt anwählen und müsst nicht immer von ganz vorne anfangen. Jedes Oberlevel ist nochmal in 10 Unterlevel eingeteilt. Ähnlich wie bei Tetris könnt ihr dann aber auch immerhin vor jeder Runde euer Spielvergnügen nach eurem Geschmack anpassen und so aus 3 verschiedene Musikstücken, der Geschwindigkeit und so weiter auswählen. Die Grafik ist gut gelungen, das Spiel ist relativ schlicht gestaltet, aber die verschiedenen Steine sind gut zu erkennen und ihr behaltet so jederzeit die Übersicht. Das ist immerhin das Wichtigste bei einem Puzzlespiel dieser Art. Ähnlich sieht es mit dem Sound aus. Die Musik dudelt puzzelartig schön vor sich hin und die Effekte sind knackig, aber jetzt nichts Besonderes. Was taugt Yoshi's Cookie für den Gameboy also heute noch? Ich hatte meine Freude mit dem Spiel. Es ist ein sehr netter Puzzle mit einem richtig schönen Spielprinzip. Leider wird es auf Dauer durch die mangelnde Abwechslung doch etwas eintönig und so fehlt das gewisse etwas für die obere Oberklasse der Gameboy-Puzzler. Ansonsten ist Yoshi's Cookie auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem weil das Modul relativ günstig ist und es immer mal wieder für eine Runde gut ist. Das war ein Test zu Yoshi's Cookie für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.